Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans, und zwar die Folge Nummer 24. Ja, letztes Mal haben wir das hier gesehen und ja, da ist irgendwie was faul und ich frage mich, warum ist der hier falsch rum auf dem Gleis unterwegs? Das ist mir jetzt ganz schleierhaft, von da kann man eigentlich nicht kommen. Es kann eigentlich nur sein, dass wir einen Fahrplan irgendwie geändert hatten, der war hier und hat dann umgedreht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also, definitiv schicken wir den mal nach da. Daneben geklickt, alles gut. Und dann müsste das ja schon wieder eigentlich laufen hier. Das ist, kann nur das gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So, und so wie das dann aussieht, läuft das auch, oder? So, Bernd, dann fährt der los. Ja, sieht ganz gut aus. Gucken wir mal gerade überhaupt in unsere finanzielle Geschichte hier rein. Wir sind mit der Marge im Minus. Ist der Monat gerade angefangen? Ja, okay, dann kann die im Minus sein, dann passt das. Und Gesamtvermögen ist ja auch relativ hoch noch. Obwohl wir 530.000 da stehen haben mit, ne? Miesen. Gut, was macht er jetzt hier? Der holt bestimmt Stahl. Sollte dann funktionieren. Der fährt auch mit des Tankwagen weiter. Granulat ist da laut drin, ne, oder? Ne, Mineralöl. Hat auch geladen. Gut, der hat den Stahl auch geholt. Dann passt das. Wo hatten wir noch ein Problem? Ich glaube, hier unten hatten wir noch ein Problem, aber das ist doch behoben, ne? Oder? Ja, da steht einer und da können die jetzt auch da lang fahren, wenn es denn so ist. Ich glaube, da hatten wir den Fahrplan von dem einen Zug angeglichen, ne? Ja, gut. Er wartet da auf Ware, das ist auch gut so. Hier hatten wir letztes Mal die Brücke gebaut und den Bahnhof geändert. Sieht so aus, als ob es auch ganz gut läuft. Wie sieht es mit Personen hier im Bus aus? 0 von 37. Das ist schlecht. Keiner fährt. Und hier sind 31 Passagiere für Riedenburg, Rathaus. Okay, die fahren dann halt über den Zug dahin. Altenau, Ostwald. Das sind 4 Arbeiter, die da los wollen. Das ist dann auch okay. Sind da jetzt welche drin? Wahrscheinlich nicht. Doch, sind tatsächlich 4 von der Arbeit nach Hause. Gut, das wird sich ja mit der Zeit dann auch verbessern hier. Ich glaube, da war gerade das Schweinetaxi unterwegs, ne? Und das ist nicht voll. 18 Personen sitzen da drin. Fährt aber trotz alledem gute Zahlen ein. Naja, jetzt auf dem Rückweg hat er ja auch gleich genug, ne? So, hier unten hatten wir dann die Schifffahrt gebaut. Wie sieht es hier aus? 92 Passagiere warten. Das ist also auch nicht verkehrt. Und der fährt auch gerade erst weg. Das heißt, da ist genug los. Ja, das war die falsche Taste. Wie öfter, wenn ich die 5 auf dem Ziffernblock wähle. Können wir mal gerade gucken. Kriege ich nicht, ne? Jetzt habe ich 298 mal das gleiche hier auch, aber das Schiff habe ich nicht angewählt gekriegt. Wo ist denn das? Irgendwann muss der doch hier mal vorbeifahren. Ah, ziemlich weit hinten. 149 Passagiere. Fährt knapp minus ein. Zurzeit. Dann gucken wir los, was in Floto ist. Floto. Oh, Floto hat 200 Passagiere wartend. 87 nach Lauter. Okay, die fahren mit dem Bus. 76 mit dem Schiff, 29 auch mit dem Schiff. Und Waldeck Ost, das sind dann okay, das sind reichlich, die hier weggefahren werden müssten. Jetzt zeigen wir gerade das B. Okay, wir müssen eine zweite Bushaltestelle hier bauen. Das habe ich eben vorgedruckt und nicht B, ne? Sowas. Ach, das war jetzt der falsche Plan. Wir brauchen Bus. Bus ist das. Und Bushaltestelle ist das. Und die müsste jetzt dorthin. Können wir auch machen. Wenn die Stadt wächst, dann soll sie auch richtig wachsen, ne? Dann brauchen wir nochmal den Fahrplan. Das waren hier 4 Städte oder so, ne? Und Linie ändern. Waldeck nach Floto, Sonderhausen, Lauter. Sonderhausen, Floto. Waldeck war doch hier rechts, ne? Ja. Also er kommt von Waldeck und muss dann da eingefügt werden.
Floto Klosterstraße und dann Leumias. Oder Lemurias. Floto Lemurias Schmiede, okay. Kommt dann dahin, fährt dahin, kommt über Sonderhausen wieder zurück. Und da muss er jetzt eingefügt werden, ne? So. Dann sollte das passen. So. Aber wenn wir da schon gucken, dann... Oh, hier ist auch gewachsen. Guck mal, da hinten hinter ist noch ein Feld. Das würde bedeuten, wir müssten die Straße da hinten lang bauen. Da ist die Bushaltestelle 3. Da müsste eine Bushaltestelle dann sein. So, ne? Oder? Sollte es passend sein. Ja. Und die zweite Haltestelle, die nehmen wir auch immer noch mit, denke ich. Aber wenn der dritte kommt, dann muss ein Stadtbus her. So, das heißt, wieder in den Plan rein. Ist noch ausgewählt, ja. Und jetzt sind wir von Floto. Warte, Waldeck, Floto-Busse, Floto. Warte mal, da muss noch einer zwischen wieder. Der passt also auch nicht. Da nochmal einfügen, und zwar den, ne, oder? Klosterstraße, dann dahin, dann Klosterstraße, dann Sonderhausen. Genau. Und da unten ist es Sonderhausen, Klosterstraße, dahin. Und dann müssen wir da nur hinzufügen machen. Floto Lemurias, Klosterstraße. So, jetzt sollte das da richtig sein. So, aber wenn wir von Floto kommen, kommen wir nach Waldeck Ost und da müssen wir vorher, nee, vorher nicht, Quatsch, nachher Waldeck Oststraße, genau, und dann da einfügen den und dann den und dann geht's wieder zurück. Unten haben wir nochmal Waldeck gehabt, oder? Nee, Floto, Lauter. Nee, das passt jetzt, glaube. Gut. Dann schauen wir weiter. Nach Sonderhausen müsste das ja dann sein. Wie es da aussieht, ne? Sonderhausen ist zwar gewachsen, aber noch im Bereich, wo wir sowieso anhalten für. Und hier ist auch gewachsen. Nee, da. Das ist aber ein schwieriges Feld, ne? Weil die Bushaltestelle muss hier irgendwo stehen, ne? Okay. Das ist schon schlecht. Dann müsste man dieses anheben. So machen, oder? So, warte mal hier. Passt. Da eine Straße hin. Wir machen sie besser hinten rum, oder? Also erstmal bis dahin, das denke ich mal schon. Entweder nach da oder hinten rum. Ich glaube, wir machen sie hinten rum. Das ist mit dem Plan erstellen, glaube ich, einfacher. Überlappt, super. Da haben wir geschlafen. Das heißt, machen wir wieder weg. Das bedeutet auch, das war verkehrt. Dann machen wir da die Schräge wieder hin, oder? Müsste die sein. Oh oh, jetzt wird's komisch. So, das weg. Und dann muss ich es erst abreißen, oder? Und dann wieder hinbauen. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Aber 1, 2, 3 und der vierte ist da unten. Genau so ist es. Hier oben ist es nicht zusammen, ne? So, jetzt kann es auch dann funktionieren, wenn wir da eine Linie machen. So, jetzt passt das mit der Bushaltestelle auch.
Okay, das kann weg, das kann auch weg, Linie bauen. Linie ändern und wir sind in Lauter. Lauter ist da und hinter Lauter müssen wir dann einfügen, den und dann den. Und dann geht's nach Sonderhausen und Flotho. Das sollte wieder passen. Gut. Aber jetzt überlegen, hier das auch noch einzupflegen. Ne? Das ist ja Passagieraufkommen 150, das ist nicht wenig. Ne? Wie viele stehen denn hier überhaupt an der Bushaltestelle? Da stehen 29 und hier hinten steht noch keiner. Ne? Nein. 29 an der Bushaltestelle und an dieser 38. Ich habe auch keinen Bus jetzt hier gesehen. Der fährt da lang. Oh, falsche Taste. Und der ist auch voll. Und der ist auch voll. Ich glaube, wir setzen da noch einen auf die Strecke drauf, ne? Ja. Der und 4-Städte-Tour, ne? Nee. Hab ich jetzt daneben geklickt oder was? Der soll da lang fahren. Ich kopiere das nochmal, weil ich glaube, da können auch noch zwei mitfahren, ne? Aber gleich fahren die hintereinander. Nee, der fährt sogar nicht hintereinander. Lass mal gucken. Den zweiten starten wir mal auch. Den fangen wir gerade ab. Der fährt jetzt erstmal nach Flotho in die Klosterstraße. Dann fährt er dem da hinterher. Aber das ist noch ein ganzes Stück versetzt, ne, oder? So, da ist schon ein Passagier, der möchte nach Flotho zum Hafen. Passt also. Ah, der fährt den schon. Gut. Hier stehen 244 Passagiere, davon wollen noch über 100 übers Meer, aber 98 wollen auch ganz woanders hin. Die nimmt der jetzt mit, passt. Sonderhausen. Gut. Wo ist er? Ah, gerade hinterm Haus. Da hat er jetzt 0 Passagiere. Gibt's da schon welche? Nein. Da steigt keiner ein. So, der fährt schon weiten Weg dann. Alles gut. Da unten ist noch einer. Oh, ich kriege ihn wieder nicht, ne? Da ist er. Ist keiner drinne? Ach so, das war der neue. Okay. Der hat jetzt 32 Passagiere und der Rest ist leer dann. Achso, der fährt auch in die Richtung. Sehr gut. Und wer hier? Hat 31. Da steht keiner. Und da stehen reichlich. Gut. Auf jeden Fall fahren sie hier. Die 4-Städte-Tour haben wir gemacht. Da müssen wir jetzt noch unten links einmal gucken, wie es da aussieht. Da waren wir noch nicht. Wo ist die Straße? Da oben ist die Straße. Okay, hier ist was mit dem Bus schon passiert. Wir stehen da, 6 Personen. Und ja, das bedeutet schon wieder, Straßennetz muss man hier auch erweitern. Und zwar ist da eine Bushaltestelle hin, ne? 1, 2, 3, ja, passt. So, dann sind die auch abgedeckt, die beiden. Und dann müssten wir hier die Linie ändern.
Die können wir erstmal löschen. Und da ist der Busverkehr wohl hier, ne? Döbeln. Alte Zuckerfabrik, genau, da einfügen, den und dann wieder da, dann passt das schon. Genau. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo die anderen Städte sind, wo er entfährt. Hier ist alles gut. Ne, oder? Doch, das ist zwar hier abgedeckt, allerdings nicht mit einer Bushaltestelle. Da ist eine Bushaltestelle, oder? Auch nicht. Ne, da ist die Bushaltestelle, ne? Okay. Der Markt ist da. Ist da hinten noch eine Stadt? Ich glaube ja, ne? Okay, die wird auch fast voll bedient, bis auf diese hier, ne? Dann lass uns da unten den Markt erst gucken. Ja, da sind wir bei der Klosterpforte oder Brauerei oder wie man es nennen will. Ich glaube, der Markt, der wird nicht vom Bus bedient, ne? Genau. Den will ich jetzt auch gar nicht unbedingt im Bus reinhaben, oder? Jetzt würde ich sagen, ich mache den lieber hier hin, ne? Für den Bus. Macht mehr Sinn. Dann haben wir das eine Feld, was da noch ist, mit abgedeckt. Und machen das auch. Adolf Zell Ost. Deutsches Rathaus, oder wie das auch immer heißt. Ne, da müssen wir vorweg rein. Einfügen ist schon. Kommen von Döbeln über Radolf Zell Konrad Adenauer, dann dahin, dann zum Kloster, genau. Und auf dem Rückweg muss irgendwo was mit dem Kloster wieder sein. Oder Radolf Zell Meisterbrauerei, wo ist denn das? Jetzt müssen wir da mal gucken, wo wir da... Ah, Radolf Zell Oststraße ist da unten. Das heißt, da müssen wir nochmal zwischen. Dann passt's. Glaube ich. Gut. Und? Hätten wir offen lassen können, ne? Weil wir da oben ja auch noch was machen mussten. Hier fehlt's noch. So. 2, 3. Hier muss eine Bushaltestelle hin. Ich glaube, das ist dann so der sinnigste Weg, ne? Genau. Und hier? Haben wir hier nicht schon jetzt einen innerstädtischen Bus gehabt? Wohl nicht, oder? Details. Fabriken, nee, Linien, Busverkehr. Okay, gibt's hier nicht. Aber das wird dann der erste sein, der hier damit gemacht werden muss, ne? Ja. Aber ist schon ziemlich fortgeschritten. Ich glaube, diesen ersten Stadtverkehr in Adenau machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.